Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Forhees 82 mit einem neuen Steelbook-Unboxing-Video für euch. Und ich bekam ein kleines Paket von Cape Light Pictures zugeschickt. Erst mir vielen herzlichsten Dank dafür. Und im letzten Video von Cape Light Pictures habe ich euch The Moon vorgestellt in diesem wirklich verdammt schicken Steelbook mit einer Rahmenprägung und auch mit Prägung an sich. Also hier was richtig Schönes geworden und muss dir schon mal sagen, ein guter Start ins neue Jahr. Ja, und jetzt bekamen wir ein weiteres Steelbook von Cape Light Pictures und dann muss ich sagen, sie setzen noch eins drauf. Ich habe euch ja auch im letzten Jahr auch das Mediabook vorgestellt zu Im Westen nichts Neues. Auch da könnt ihr gerne mal einen kleinen Blick riskieren. Und jetzt bringt Cape Light Pictures nochmal für alle Steelbook-Sammler noch was heraus. Und ich glaube, da werden einige wahrscheinlich im Dreieck springen. Und auch ich muss sagen, wow. Also hier muss ich echt sagen, es ist wirklich ein echtes Highlight geworden. Wir haben hier ein wirklich verdammt geiles Steelbook bekommen. Und zwar Im Westen nichts Neues in der 4K Steelbook-Version. Erschien am 18. Januar im Cape Light Pictures Shop. Ein Kauflink unten in der Videobeschreibung. Und als ich das hier gesehen habe, dachte ich mir, wow. Richtig stark. Wir haben hier wieder eine Prägung, eine Rahmenprägung und auch der Schriftzug Im Westen nichts Neues, sowie auch der Soldat Paul, der hier zu sehen ist, ist ebenfalls geprägt. Also hier ein richtig, richtig schönes geprägtes Steelbook und unglaublich aber wahr, die großen Majors Labels schaffen es nicht, aber die kleinen deutschen Labels schaffen es, ein wunderbares Steelbook zu veröffentlichen und hier muss ich echt sagen, nein, ich schleime jetzt nicht rum, es ist einfach die Wahrheit, wow, wirklich wahr, ein sehr schickes Steelbook, aber würde man sagen, wir machen mal die Folie runter, das Steelbook kostet 32,95 € im Cape Light Pictures Shop und kann sich auf jeden Fall hier schon mal sehen lassen. Natürlich ein Mediabook oder ein Steelbook mit einem Booklet dabei wäre noch ein i-Tüpfchen gewesen. Also mit demselben Booklet wie auch schon im Mediabook wäre echt cool. Und wir haben hier auch eben einen Schuber mit dabei. Ist nicht so wie beim anderen mit einem Banderole. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Ego-Perspektive über und dann schauen wir uns mal das Steelbook mal ganz genau an. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive mit dem 4K-Steelbook zu Im Westen nichts Neues aus dem Jahre 2022. Und er hat auch damals 4 Oscars gewonnen, unter anderem auch bester internationaler Film, beste Kamera, beste Filmmusik und auch bestes Szenenbild. Und muss ich sagen, ja, der Film ist wirklich sehr gut geworden, aber ich bin immer noch ein Freund von dem uralten Film in Schwarz-Weiß. Und ja, kommen wir zum Steelbook zurück. Und hier muss ich wirklich sagen, also ihr seht hier jetzt schon, diese Prägung ist einfach nur fantastisch geworden. Der größte Kritikpunkt, wo ich hier wirklich habe, ist das hier. Und zwar auf dem Schuber ist eben der FSK 16, ja, Aufkleber aufgedruckt, nicht aufgeklebt, weil ich hier wirklich sehr schade finde. Wenn das noch hier weg gewesen wäre und das auf der Folie gewesen wäre, wäre es wirklich perfekt geworden. Hinweis auch hier nochmal Netflix, den Film gibt es auch auf Netflix zu gucken und wir drehen mal kurz rum und dann schauen wir uns mal kurz die Rückseite an und auch hier gibt es dann schon mal hier die Inhaltsangabe zu dem Film. Hart, inszeniertes und brillant gespieltes Antikriegsdrama, das die grausame Wahrheit des Krieges ohne pathetische Einschübe zeigt. Geschrieben von Cinema. Im Westen nichts Neues erzählt die ergreifende Geschichte eines jungen deutschen Soldaten an der Westfront im Ersten Weltkrieg. Paul Felix Kammerer und seine Kameraden erleben am eigenen Leib, wie sich die anfängliche Kriegseuphorie in Schrecken, Leid und Angst umkehrt, während sie in den Schützengraben verzweifelt um ihr Leben kämpfen. Der Film vom Regisseur Edward Berger basiert auf der berühmten gleichnamigen Buchvorlage von Erich Maria Remke. Und auch hier noch ein paar Szenenfotos hier aus dem Film. Und als Extras gibt es auch hier einen Audiokommentar vom Regisseur, ein Making-of und auch ein Trailer und ein Teaser-Trailer. Und eben hier das ultimative Erlebnis eben mit 4K. Hinweise dazu, was man also dazu brauchen. Und hier in dem dunkelgrünen Bereich eben hier die ganzen technischen Daten. Und wir haben hier Dolby Atmos in Deutsch und nur in Deutsch vorliegen. Der erste Film nur in Deutsch in Dolby Atmos.
Auf jeden Fall, hier können wir gerne mal auf Pause drücken. Es ist wirklich hier sehr viel dabei. Die Laufzeit von der Ultra HD und auch von der Blu-ray geht 148 Minuten. Und so wie schon mal zum Schuber. Und auch der Schuber ist auch hier hinten drauf auch komplett schwarz geprägt. Also auch hier sehr schön gemacht. Auch sehr stabil. Und jetzt kommen wir noch zu dem absoluten Highlight, nämlich zu dem 4K Steelbook von Im Westen nichts Neues. Und ihr seht schon mal eben hier diese Rahmenbringung außenrum. Einfach nur grandios. Und auch hier eben dann der Paul, der Soldat, ist ebenfalls hier komplett geprägt. Und das ist einfach wirklich grandios. Und das sieht man wirklich schon lange, lange, lange nicht mehr. So was Schönes hier. Einfach nur grandios umgesetzt. Wirklich war sehr schön. Das ganze Steelbook ist auch im Mattgehalt, also kein Hochglanzeffekt, aber ist vollkommen egal. Es schaut wirklich fantastisch aus. Auch hier nochmal Im Westen nicht so diese dünne Schrift, ebenfalls mit einer Prägung. Und auch das ist wirklich grandios gemacht. Also ich kann hier wirklich nur loben. Und hier noch ein Film von Edward Berger. Ist ein bisschen schwer zu lesen hier oben, aber wirklich wow. Wow, wow, wow. Wir gehen mal weiter zum Spine über und auch hier Im Westen nichts Neues. Einmal hier oben das Blu-ray-Disc-Logo und auch hier eben dann das Ultra HD-Logo. Und auf der Rückseite nochmal hier ein Szenenbild aus dem Film. Auch hier ein gestochen scharfes Bild, wenn man hier näher rangeht. Zumindest bei den Grashalmen. Sehr schön gemacht. Wahnsinn. Also hier muss ich euch echt loben. Cabled Pictures, wahnsinnig gute Arbeit. Und ich bin schon gespannt auf weitere Steelbooks von euch. Aber das hier ist wirklich schon das erste große Highlight im neuen Jahr. Muss mir klipp und klar sagen, was für ein wunderbares Steelbook. Und innen drin haben wir eben dann noch dann die Discs. Einmal hier die 4K-Disc. Diese schaut hier so aus. Und passt mal auf, was wir gleich sehen hier werden. Wenn wir jetzt hier Discs rausmachen. Dann haben wir eben hier noch die Blu-ray-Disc. Und selbst die Discs passen auch wieder perfekt zum Hintergrundmotiv. Einmal hier das Szenenbild. Vielleicht ein bisschen heller hätte es sein können. Aber passt auf, wenn wir es jetzt hier reinmachen. Dann passt auch das Hintergrundmotiv perfekt mit den Discs zusammen. Grandios gemacht. Also hier wahnsinnig gute Arbeit. Ja, meine Lieben, ich kann eigentlich hier wirklich nur loben bei diesem Steelbook. Und wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm und bis gleich. Ja, meine lieben Filmfreunde, das war das unglaublich wunderschöne 4K-Steelbook von Im Westen nichts Neues. Und Cabled Pictures, wow, ich habe schon mal das erste große Highlight für dieses Jahr gebracht. Ein wunderschön geprägtes Steelbook, nicht nur Moon, sondern auch dieses Jahr, aber das gefällt mir noch einen kleinen Ticken besser. Eben weil auch hier noch dann der komplette Soldat Paul auch nochmal hier geprägt wurde. Auch natürlich diese kleine Schriftzüge hier im Westen nichts Neues, auch das wunderschön geprägt und einfach nur grandios. Also wirklich hier, jetzt schlagt auf jeden Fall zu, die jetzt lange auf ein Steelbook gewartet haben von diesem Film und kein Mediabook haben möchten, Augenzwinker, liebe Enrico. Ja, dann schlagt jetzt auf jeden Fall zu, es lohnt sich auf jeden Fall ein wirklich verdammt schickes Steelbook oder natürlich auch, das Mediabook ist auch natürlich sehr schick und einfach, ich werde auf jeden Fall auch alle beide behalten. Ganz ehrlich, ich finde es echt alle beide extrem schön. Ja, meine Lieben, das war's auch schon mit dem 4K-Steelbook zu Im Westen nichts Neues von Cabled Pictures. Wie gesagt, ist schon seit dem 18. Januar schon im Onlineshop verfügbar. Ein Kauflink unten in der Videobeschreibung für 32,95 €. Und jetzt schlagt auf jeden Fall zu. Ihr macht natürlich jetzt hier nichts Falsches. Der Film ist gut und das Steelbook Wahnsinn, wirklich wunderschön gemacht. Das war's von mir. Bleibt schön gesund. Tschüss mit Ö und...